Hey, liebe Meute, erinnert ihr euch noch an Scrawline, unsere Hardcore-Schurkin? Mit ihr geht es jetzt endlich weiter. Wir setzen das Abenteuer in Durotar fort, beziehungsweise werden nachher wahrscheinlich nochmal in den Silberwald rüberfliegen, sobald ich hier die Quests abgegeben habe. Ich habe ja schon angekündigt, ihr habt ja vermutlich die erste Folge von SOD schon inzwischen gesehen, wo ich den neuen Magier gestartet habe. Ich möchte jetzt gleichzeitig auch wieder WoW Hardcore mit aufleben lassen. Habe ich mit dem Blümchenpflücken ja auch aktiviert, sehr schön, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir weiterhin hier unsere Tränke bei uns halten. Genau, was werden wir also machen? Für die, die es vielleicht in SOD nicht gehört haben, es wird so sein, dass es wieder mehr World of Warcraft auf meinem Channel geben wird. Ich werde mich ein bisschen mehr in Hardcore und SOD stürzen, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir jetzt in Season of Discovery eine weitere Stufe erhalten, also Season 2, wie sie es ja so sehr schön genannt haben, geht dann bis Level 40 und da versuchen wir einfach uns schon mal vorzubereiten jetzt die nächsten Tage, um dann auch über diesen Sleeping Bag mal irgendwann mal zeitnah in Dungeons hineinzukommen. Hardcore soll aber nicht außen vor gelassen werden, denn das Spiel ist alles andere, beziehungsweise der Modus ist alles andere als gestorben. Haha, kleiner Wortwitz an dieser Stelle. Wir werden also versuchen, Scrawline weiter hoch zu pushen. Ich habe auch gesehen, dass Hardcore momentan zwar etwas weniger gespielt wird, aber eigentlich immer noch genug Leute unterwegs sind, damit man auch ein paar schöne Dungeons zusammenfinden kann. Ich bin mal gespannt, ob wir da in den nächsten Wochen bzw. Tagen für euch vielleicht schon in den ersten Dungeon reinstarten. Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier halt schon wirklich Level 20 sind fast. Und damit kann man halt dann echt schon mal gut arbeiten. Ihr seht auch, 20 ist wirklich nicht mehr weit entfernt. Was haben wir hier jetzt? Bringt Rekthar Deathgate westlich von Crossroads den Kopf. Moment, wir müssen nochmal den Kopf holen. Ah, von His Rules. Okay, aber wir wollen hier oben noch die Harpien machen. Das ist eigentlich das Ziel für diese Folge gewesen. Um euch das nochmal ein bisschen hier so nahe zu bringen, wie wird das Ganze jetzt ablaufen? Wir werden wöchentlich ein paar neue Folgen mit starten lassen. Ich habe mir gedacht, wir legen erstmal in dieser Woche los mit 3. Es wird immer ein bisschen unterschiedliche Folgen kommen. Wird jetzt mehr SOD kommen diese Woche oder wird jetzt hier mehr... Moment, warum habe ich das hier? So rum muss das doch sein. Es wird jetzt also mehr SOD, beziehungsweise auch teilweise im Wechsel dann mehr Hardcore kommen, sodass wir wirklich von beidem weiter voranschreiten. So ungefähr 3 Folgen in der Woche war jetzt mal meine grobe Abschätzung. Ich glaube, das sollte ganz gut möglich sein. In den ersten Wochen natürlich noch ein bisschen kürzer, dann werden sie vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen länger, wenn ich die Zeit dafür dann entsprechend habe. Und es wird auch einiges mehr gecuttet werden. Wir hatten wirklich teilweise Folgen, wo ich von A nach B laufen musste. Und das hat sich einfach Ewigkeiten gezogen. So wie dieser Walk jetzt eigentlich, den wir hier machen. Das hat sich einfach Ewigkeiten gezogen. Und das möchte ich jetzt tatsächlich teilweise einfach rauscutten. Bedeutet also, wir werden hier zwischendrin einfach einen Hardcut haben. Und wir treffen uns dann wieder an einer bestimmten Stelle, wo ich dann sein möchte. Das hat natürlich zum Vorteil, dass wir ein bisschen mehr actiongeladene Folgen bekommen. Das hat zum Vorteil, dass ihr auch ein bisschen einen Fortschritt aktiver verfolgen könnt. Und dass halt auch so kleinere Laufpassagen oder sowas kann ich dann halt mal in Anführungszeichen ein bisschen AFK begehen. Natürlich muss man aufpassen. Wir reden hier immer noch von World of Warcraft Hardcore, Classic Hardcore. Und da sind solche Laufpassagen nicht immer einfach. Ich habe mir also auch eingerichtet für den Notfall, falls irgendwie was passieren würde, wäre das Material nicht verloren. Ich habe mir von GeForce Experience Ding runtergeladen. Da gibt es ja dieses schöne, wie heißt das nochmal, Shadowplay oder sowas heißt es, glaube ich. Da kann man dann tatsächlich die letzten 5 Minuten aufnehmen, aufzeichnen bzw. abspeichern. Habe ich Aggro? Nee, ich habe da irgendwas eingeklickt gehabt. Und damit kommen wir halt dann auch nochmal ein bisschen hinterher, falls also irgendwas passieren würde. Für den Fall der Fälle könnt ihr es auf jeden Fall verfolgen. Es geht also nicht verloren. So viel zu diesem Thema. Genau. Und das Ganze wird jetzt natürlich ab jetzt starten, weil diesen kleinen Weg, den wir jetzt hier nochmal beschritten haben, habe ich euch einerseits als Beispiel noch drin gelassen,
Und gut, tatsächlich die schlechten, die letzten Folgen eigentlich waren, weil es halt wirklich sich super gezogen hat und nicht wirklich actiongeladen war. Und alternativ da, deswegen, weil ich es einfach wichtig fand, sowas dann direkt mit euch zu kommunizieren. Okay, wir haben jetzt hier Stufe 18, Dude. Ich muss mich erstmal wieder so hart daran gewöhnen, dass wir jetzt. Wie war das immer? Oh, probiert, okay, das ist schon mal gut. Ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich hier mit dem Hardcore befinde, dass ich wieder auf Leben und alles achten muss. Und vor allen Dingen, dass ich wieder den Schurken-Spielstil ein bisschen drauf haben. So 56 reicht noch nicht, komm schon. Jawohl, okay, das hat noch gereicht. Und dann können wir dich finishen, sehr schön. Okay, und wir kriegen natürlich das Item nicht. Wir brauchen die Harpien-Offiziersring. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier als eine angenehme Stelle empfinde, wo ich gerade die Dudes töten möchte. Also wir gehen nur mal für ein bisschen Beweglichkeit. Wir holen uns noch mal ein bisschen Rüstung. Wir haben halt noch kein Vanish. Ich sag's euch, Leute, falls ich in den nächsten Leveln dann Vanish bekomme, wird es halt passieren. Weil über Vanish kann man halt wirklich einfach entkommen. Wir haben dann sehr viele Probleme weniger, die uns im Weg stehen werden. Und dann ist es alles cool. Ich weiß, dass die Hexerin eigentlich nicht töten muss, aber ich meine, auch weil ich auf so 3 liegen, nicht auf 4. Wir nehmen halt mit, was wir mitnehmen können. Pass auf, dich pulle ich jetzt auch mal hierher. Kann ich? Ne, ich muss noch näher ran. So, sollte ich dich ziehen können. Und das ist perfekt, dass die andere Harpie jetzt gerade weggeflogen ist, weil wir dann nämlich nicht beide pullen. Und Harpien sind ja auch Humanoide. Das heißt also, die kann ich mir auch mal kurz rein snacken. Über den guten Kannibalismus. Aber der Damage ist schon mal gut. Gegen Level 18. Ich bin das eigentlich gar nicht mehr gewöhnt, dass mein Schurke hier so guten Damage macht. Vor allen Dingen jetzt, nachdem ich die ganze Zeit in SOD habe ich auch einen Schurken gespielt. Und da gibt es ja echt ein paar kranke Fähigkeiten. Also das ist das ganz Lustige. Wo, das kann ich kurz mal erzählen. Ich glaube, in den SOD-Folgen habe ich auch mal kurz darüber gesprochen, aber nicht so ins Detail, weil. Ja, ist halt ein Schurke, ne? Und ich spiele dort Magier. Ich habe mir im Season of Discovery, als es rausgekommen ist, einen Schurken erstellt. Diesen Schurken habe ich relativ weit gespielt. Ich glaube auch Stufe 19 ist er inzwischen oder Stufe 20 sogar schon. Und in SOD ist ja der Schurke ein Tank. Oder er hat die Möglichkeit, den Spec eines Tanks anzunehmen. Und das ist ganz lustig, weil er meiner Ansicht nach ein super guter Single-Target-Tank ist, aber ein absolut grausamer Multi-Target-Tank. Und ich habe dann halt angefangen und mir die verschiedenen Items rausgezogen, die verschiedenen Runen, die man halt haben kann. Jetzt kriege ich mal bitte meinen ersten Offiziersding. Kriege ich halt immer noch nicht, okay. Ich bin außer Reichweite. Und das war halt dann richtig wild, weil du. Oh Gott. Wait, what? Es gibt ja einfach auch Stealth-Gegner. Okay, das ist gefährlich. Das ist so gefährlich einfach nur. Ich habe mir auf jeden Fall meine ersten Runen beschafft und da gibt es halt einfach wirklich diese eine Rune, die dich einen Shadow Step durchführen lässt. Und Shadow Step ist meiner Ansicht nach eine so krank gute Fähigkeit. Du gehst halt in den Stealth-Modus, TP'st dich aktiv hinter deinen Gegner und haust ihm das Messer in den Rücken für nochmal x zusätzliche Schattenschaden. Und das fühlt sich einfach so gut an in Season of Discovery. Und deswegen macht der Schurke halt einfach nochmal so viel mehr Spaß, weil du dich wirklich halt auch in Gruppen rein TP'en kannst und die Leute dort schnetzeln. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Er tötet hier die normalen. Wait, müssen wir die. Oh mein Gott, ich töte, glaube ich, die ganze Zeit die falschen Harpien, kann das sein? Haben die Töterinnen die Ringe? Oder sind es die mit den blauen Schwingen? Next up. Ich habe nicht genug Energie. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass man relativ schnell auf verschiedene Skills kommt, beziehungsweise Sachen, verbesserte Zaubersprüche bekommt. Ja, natürlich, ich hab die ganze Zeit die falsch getötet. Oh no. Ich habe mein Leben ins größte Risiko gestellt, nur um die falschen Gegner zu töten. Das ist natürlich angenehm. Kann ich noch nicht tun. Deswegen, ja, ich bin einfach mal auch froh, wieder ein bisschen in diese
aufregende Mischung von Hardcore zu kriegen. Es fühlt sich tatsächlich auch für mich jetzt wieder nach dieser längeren Zeit, wo ich ausgeschieden bin. Super frisch an. Also einfach nochmal so ein bisschen actiongeladener. Weil der Tod ist halt der Tod, ne? Kann ich noch nicht tun. Schade. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder ein bisschen zurück zu sein, wieder ein bisschen mehr WoW auch spielen zu können, beziehungsweise mit euch aufnehmen zu können. Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Gedanken oder sonst irgendwas, auch gerade wegen den Schnittthemen und sowas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich interessieren, wie es ihr dann am besten fändet. Weil es ist ja grundsätzlich so, dass ich da versuche, so offen wie möglich zu sein. Alles Harpien, das sind nicht die, die ich töten muss. Ihr seid nicht die Harpien, die ich suche. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie in die Wegelage oder sowas reinrenne. Das heißt also, du bist auch so eine Harpie. Tatsächlich, ich bin halt eiskalt an den Harpien vorbeigelaufen, die ich eigentlich hätte töten müssen. Das ist halt schon gut. Zack. Gehen für den Backstep. Nicht genug Energie. Musst du jetzt mal ganz kurz sein. Okay. Und. Schade, ausgewichen. Nochmal. Jetzt aber 115 Damage. Holy, nicht schlecht. Was der Plan für heute ist, nur damit ihr ganz kurz hier auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Ich werde jetzt auf jeden Fall auf Level 20 gehen. Da habe ich einige Quests, die ich abgeben kann. Beziehungsweise hier, nachdem ich diese Quest abgeschlossen habe, fliegen wir wieder zurück nach in den Silberwald. Dort haben wir nämlich auch noch ein paar Quests, die ich machen muss. Vor allen Dingen unten im Krater von Dalaran, beziehungsweise Dalaran in Umgebung. Und wenn wir dort unten mal in der Gegend sind, wait, ich werde mich mal ganz kurz heilen hier an denen, weil Kannibalismus hat noch 2 Minuten dann Abklingzeit, das heißt, wir können die ersten 2 Harpien dann wieder töten und dann sollte Kannibalismus wieder ready sein. Und wenn wir dann dort unten in den Krater von Dalaran sind, haben wir eigentlich schon den Weg uns fast ins Vorgebirge des Hügellands geebnet. Ich überlege gerade, welches Level man nochmal für Vorgebirge braucht, aber ich hätte jetzt mal behauptet, Anfang 20 ist da richtig. Wow, ich hatte halt Ewigkeiten nicht genug Energie. Also gerade in Richtung so 23, 24 sollte da definitiv ausreichend sein. Vor allen Dingen, wenn man vorne die Felder da mal kurz lyncht. Aber da muss man super hart aufpassen, weil die Dudes auf den Feldern, die sind echt übel. Da pullt man dann halt doch auch mal ein bisschen mehr, was unangenehm werden könnte, wenn man nicht aufpasst. Deswegen, vielleicht können wir da irgendwie mal schauen, dass ich da in die Richtung von der Gruppe gehe oder sowas. Um da dann weiter zu überlegen. Was ja jetzt auch eine ganz interessante Sache sein wird, die mit dem nächsten größeren Update eigentlich kommen sollte für Hardcore. Lass mich mal ganz schnell schauen, ob ich das hier jetzt gerade finde. Ich habe ja jetzt immer nebenher in meinen Tabs hier Wowhead offen. Es soll in Hardcore ja auch bald einen, wie haben sie es genannt, Self-Sustain-Modus geben oder sowas in die Richtung, dass du wirklich komplett selbst, ja, so wie tatsächlich Hardcore einfach damals geplant war, zu spielen ist. Also du darfst keine Gruppen machen, du kannst dich noch selbst besorgen, du kannst keinen Optionsrecht benutzen, keine Elf-Sachen und so weiter und so fort. Also es gibt diese Möglichkeit dann bald, dass du dir dein Spiel so gestaltest, wie du es dir tatsächlich gestalten möchtest. Und ich finde, das ist ein Weg in die richtige Richtung, weil das ist ja wirklich das, was was sich die Community von Blizzard schon eine ganze Weile gewünscht hat. Und wo ich das Gefühl hatte, so ein bisschen, wird Blizzard da wirklich jetzt drauf hören? Oder sagen sie sich so, hey, also Leute, komm, wir haben euch jetzt schon Hardcore gegeben, wir geben euch jetzt nicht noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass dafür der Spielmodus allgemein zu beliebt ist. Also die Leute haben ja richtig Bock. Droppt ihr eigentlich auch... Warum habe ich euch Windrufer getötet? Ihr droppt nicht mal das, was ich brauche. Ach ja. Genau, und das ist halt einfach eine coole Sache, weil... Ich bin außer Reichweite. Ja, man kann über Blizzard sagen, was man möchte, aber die Kommunikation noch mit der Community war jetzt oftmals nicht das Gelbe vom Ei, möchte ich mal so sagen. Ich bin auch gespannt, wie es entsprechend weitergehen wird. Es gab ja vor kurzem die großen Nachrichten, dass bei Blizzard einige Stellen
gestrichen worden sind, seitdem sie jetzt bei Microsoft mit eingestiegen, also besser gesagt aufgekauft worden, eingestiegen ist, glaube ich, der falsche Begriff. Und das finde ich halt schon recht cool, muss ich sagen, weil, also man kann viel über Blizzard an sich sagen, aber Geld haben sie halt immer gemacht, vor allen Dingen über die ganze Classic-Sachen und sowas haben sie halt wirklich gut rausziehen können jetzt aus den verschiedenen Spielen. Und jetzt da in so einer gut milchgebenden Kuh sozusagen den Hahn abzudrehen und zu sagen, hey, packt jetzt weniger Entwickler rein, ihr packt da jetzt weniger Entwickler rein und ihr werdet jetzt auch, ihr kriegt halt weniger, wie haben sie es denn nochmal genau ausgedrückt? Ihr bekommt auch weniger Unterstützung und so weiter und so fort. Das finde ich ist halt einfach ein bisschen eine schwierige Sache, weil ihr müsst euch einfach mal überlegen, an welchen Stellen wird denn dann entsprechend den Stellen gespart? Weil World of Warcraft braucht die Stellen. Hearthstone braucht die Stellen. Heroes of the Storm hat ja einen größeren Patch bekommen. Braucht die Stellen meiner Ansicht nach auch. Hier, das neue Survival-Spiel von Blizzard wurde ja komplett gestrichen, leider. Ich glaube, das wäre ja tatsächlich ein relativ großer Erfolg geworden, hatte ich so das Gefühl, weil ich meine, hey, jetzt überlegt euch mal so ein bisschen ein WoW-Survival-Spiel. Wie geil wäre das eigentlich gewesen? Aber ich meine, hey, die wissen schon, was das Beste für die Firma sein wird. Hust, hust. Es ist halt allgemein einfach auch ein bisschen so traurig, wenn du erlebst, dass du, bleib bitte da, flieg nicht so weit weg, dass du halt dir denkst, hey, also da freue ich mich ja wirklich auf die Spiele drauf und dann kommt halt sowas. Mein Diablo ist ja genau das gleiche in grün, würde ich mal behaupten. Das Spiel braucht momentan super viel Entwicklung. Es gibt gerade eigentlich nur Nachrichten, die sehr enttäuschend sind über das Spiel. Die Season 2, die jetzt durch Shadow ist, war halt ein absoluter Reinfall, wenn ich es richtig gehört habe. Und das enttäuscht die Spielerschaft, das enttäuscht die Community. Und wenn dann halt nicht mehr Arbeitskraft irgendwie mit reingesteckt wird, dann könnte das halt dementsprechend ein unangenehmes Thema irgendwann mal jetzt dann inzwischen für Microsoft werden. Ja, aber das ist es im Groben und Ganzen eigentlich auch zu diesem Thema. Ich meine, man kann sich drüber streiten, wie die weitere Entwicklung von ganz Blizzard sein wird, aber ich meine, man muss es halt auch realistisch irgendwann mal sehen. Blizzard ist halt so eine große Firma, die haben so viel Einfluss und alles Mögliche und Microsoft lässt sowas eigentlich dann entsprechend auch nicht untergehen, sage ich jetzt einfach mal, wenn sie das Potenzial sehen. Ich meine, guckt euch einfach mal Minecraft an, Leute. Guckt euch einfach mal Minecraft an. Das Spiel ist, seitdem es Microsoft gekauft hat, so gewachsen. Und meiner Ansicht nach ist es so viel besser geworden. Es ist ein... ist komplex das richtige Wort? Es ist einfach ein durchdachteres Spiel geworden. Damit hat es aber auch gleichzeitig ein bisschen Komplexität mit sich mitgebracht, natürlich. Weil dieses Prinzip, dass du einfach nur lustige Blöcke abbaust und bauen kannst und alles mögliche, klar, das ist immer noch vorhanden, wenn du den Spielmodus so wählen willst. Aber es gibt neue Gegner, es gibt neue... Oh, shit, er hat mich die Kabel vergiftet, damit. Es gibt neue Gegner, es gibt... Oh, shit, der eine Kabel ist in Ordnung. Vor allem, weil ich jetzt gleich nach dem Kill hier das Level abbekomme, aber trotzdem war das ein bisschen undankbar, weil gerade wegen dem Gift vor allem. Können wir noch ein bisschen zurück. Das Gift läuft in 5 Sekunden aus. Ich gebe dir das hier. Ich stelle mich hinter dich. Ich habe leider noch keinen Backstab übrig. Jetzt habe ich den Backstab bereit und wir verpassen dir das hier und gehen damit aufs Level ab. Perfekt. Puh. Unangenehm. Sehr unangenehm. Aber auf jeden Fall, also Minecraft hat halt so viel mehr Potenzial bekommen und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie sehen, wenn sie so eine Marke wirklich vor sich haben wie World of Warcraft, das ist das MMORPG, sage ich jetzt einfach mal, dass sie damit dann halt auch einfach noch ein bisschen mehr anstellen wollen, als es jetzt einfach momentan ist und als es momentan einfach gibt. Okay, pass auf, wir werden das jetzt so machen. Ich werde mal ganz kurz hier einen kleinen Sprint einlegen und wir sehen uns gleich hier hinten im Brachland wieder, also in Crossroads wieder.
Damit sind wir jetzt auch in Crossroads angekommen und können die Quest abgegeben. Ich habe meinen Skillpunkt inzwischen mal verteilt. Ich glaube, dass ich momentan schon aggressiv genug unterwegs bin. Also hier mit dem Präzision, wo mein Nahkampftreffer, also meine Chancen auf den Nahkampftreffer weiter gesteigert worden sind, dass ich jetzt langsam auch mal ein bisschen auf meine Parierchance gehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, über was mein Parieren gerechnet wird. Das ist einfach so ein bisschen... Ist es bei Fertigkeiten? Das ist halt so ein bisschen diese Off-Stats, die man nicht genau nachschauen kann, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder ist es doch bei Rüstung? Ne, das ist reduzierter Damage. Aber naja, auf jeden Fall ist es für mich wichtig, dass ich einfach eine höhere Parierchance habe, um nicht so viel Damage zu bekommen. Der Schurke hat von Natur aus schon relativ viel Schaden, den er austeilen kann. Und da dann einfach ein bisschen weniger aufs Maul zu bekommen, ist schon ganz angenehm, sage ich einfach mal. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann aus so ein paar schwierigen Situationen herauswinden müssen, bevor wir jetzt noch zu Vanish kommen. So, damit können wir jetzt auch mal die Quest hier abgeben. Und kriegen schon die nächste. Er schlagt Serena Blutfeder und bringt Darksaur Swift Dagger in den Kopf. Serena Blutfeder ist hier hinten, ist eine Level 20 Quest, die... Oh, wait. Okay, out. Die können wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen machen. Wir haben jetzt hier auch noch die wütenden Sensenklauen. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Blutrattoren und nehmt ihre Federn, benutzt drei Federn und Sensenklauen nesten. Als ob ich die Quest nicht angenommen hatte damals. Das ist die Quest. Oh nein, die habe ich abgebrochen, weil ich sonst zu viele Quests hatte. Jetzt erinnere ich mich. Das ist die Quest mit. Wir sehen ja nochmal mit Mancrick, also mit seiner Frau Ulgra, die wir dann finden müssen. Mögen was für ein Level ist deine Quest? Level 16. Und unten den Crossroads auf Schnapp-Tiefer-Schaden. Den können wir auch annehmen. Das ist halt auch kein Problem. Und ich sehe auch schon, wir haben jetzt halt richtig, richtig viele Quests hier noch bekommen, die aber alle bis zu Level 21 warten können. Heißt also, unser nächster Weg wird sein, wir porten uns jetzt hier ans Grabmal. Das ist ja top vorbereitet einfach, dass ich hier schon direkt den Port ins Grabmal habe. Obwohl ich mir gerade noch überlege, weil ich so viel Trash in meinem Inventar habe. Ja, halt hier. Ob ich das nicht irgendwie versuchen sollte zu verkaufen. Also den hatte ich... Ist auch nicht. Also, ja, ich glaube tatsächlich, dass ich das alles mal noch verkaufen müsste. Und wenn ich ins Grabmal gehe, ist es natürlich nochmal ein bisschen ein Stückchen weit weg. Aber das soll es für euch jetzt erstmal in der ersten Folge sein. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt schön in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von World of Warcraft Hardcore oder aber SOD wieder. Haut rein. Bis denn dann. Tschüss.